die Sina ist im Prinzip ein nicht vom Menschen erzogenes Pferd. Ich habe sie mit 7 roh gekauft. Sie wusste nicht, was Longe ist. Sie wusste nicht, was Trab heißt. Sie ist gestiegen, sie hat getreten. Man konnte nicht in die Box gehen. Sie hat die Leute auf dem offenen Platz angegriffen mit gesenktem Kopf, angelegten Ohren, hat sie umgerannt. Und mittlerweile ist es so, dass sie sich schon einigermaßen handeln lässt, aber ich wollte sie verkaufen, weil ich sie verkaufen muss. Und keiner schafft es, mit ihr umzugehen. Ich hatte jetzt mehrere Leute da und ja, sie buckelt die Leute runter und ja, und sie merken auch an der Longe, dass sie einfach auch mal steigen kann oder ausschlagen kann. Sie kürzt den Zirkel ab, sie tritt plötzlich auf und das ist eigentlich das, was sie manchmal macht. Und wenn sie in erfahrene Hände kommt, was sie ja jetzt soll, weiß ich, dass es ein super Pferdchen wird. Longe habe ich das auch nicht gut gemacht, nicht ganz so, weil ich ja keine Ahnung habe, wie ich bin. Ich bin super, dass ich das vielleicht gemacht habe, wenn ich das vielleicht bin oder ich bin. Aber ich bin dann so ein bisschen, was ich nicht gut ist, wenn ich da immer habe. Das nennt man Ausbüchsen beim Arbeiten. Aha.